Der Hausherr des 26. Weißenfelser Schlossfest ist jetzt bei mir, Oberbürgermeister Robby Risch. Herr Risch, 26. Schlossfest in Weißenfels. Wie immer traditionell eröffnet, jetzt gleich mit dem Eröffnungskonzert. Aber dies Jahr auch ein besonderer Grund zum Feiern, was das Thema Städtepartnerschaft betrifft. Ja, wir sind mit unseren Städtepartnern ja seit vielen Jahren verbunden und hatten voriges Jahr die Gelegenheit, mit unseren Convestheimer Partnern die 25-jährige Städtepartnerschaft zu begehen. Dieses Jahr tun wir das mit unseren Partnern aus Komarno. Es wird heute nur am Rande ein Thema sein, weil wir ja noch eine große Aktion dieses Jahr planen, nämlich ein gemeinsames Chorprojekt. Dort wird dann auch der Festakt stattfinden. Aber es passt. Es ist also, sag mal, diese Rundum-Geschichte, die wir haben mit gegenseitigen Besuchen, aber auch immer dem Bestreben, es auf breite Schultern zu verteilen. Ja, und heute sind wir erstmal bei dem gesellschaftlichen Teil angekommen. Ja, natürlich auch hochkarätige Gäste am Weißenfelser Schlossfest. Hier am Tisch treffe ich gerade Roland Klaus von der Partei Die Linken und unseren Dieter Stier, unseren Bundestagsabgeordneten aus Berlin von der CDU. Meine Herren, erstmal fangen wir mit Dieter Stier an. Was verbinden Sie mit dem Schlossfest in Weißenfels? Also für mich ist das Schlossfest natürlich eines der bedeutendsten Feste, welches wir im Burgenlandkreis haben. Das sage ich nicht nur als Kreistagsvorsitzender, sondern das sage ich natürlich auch in meiner Heimatstadt Weißenfels. Deshalb nicht als Berliner Abgeordneter, sondern als Weißenfelser, der die Region in Berlin vertreten darf. Und für mich quasi ein Pflichttermin, das größte Fest in meiner Heimatstadt, das ich auch zur Eröffnung hier habe. Ich finde das toll, dass die Stadt das jedes Jahr seit vielen Jahren in langer Tradition organisiert bekommt. Und was sagt Roland Klaus dazu? Der ist ja doch ein bisschen weiter weg in Berlin. Und wie ich jetzt letztens mal im Fernsehen gesehen habe, da war ich ganz überrascht. Ein Mann mit großer Erfahrung, was Feste betrifft. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht nur ein Muss-Termin, es ist auch ein Will-Termin. Ich war, glaube ich, zu allen Schlossfesteröffnungen hier. Und mir ist das auch wichtig, weil ich schon den Eindruck habe, dass im Burgenlandkreis so eine gewisse Naumburg-Überheblichkeit anzutreffen ist. Und da muss man sich für die Region Weißenfels wie auch für die Region Zeitz gleichermaßen einsetzen. Und da finde ich, ist es auch wichtig, dass wir als Bundestagsabgeordnete hier sind. Und ich bin auch gern hier. Und ich weiß schon immer, das ist ja ein fester Termin. Ich kann mir morgen früh im Kalender eintragen, wann der im nächsten Jahr stattfindet. Und ich kann Ihnen versprechen, ich bin wieder da. Wie immer eröffnete der Oberbürgermeister mit seiner Rede das Schlossfest. Er betonte, dass in Weißenfels bereits viel geschaffen wurde, aber aufgrund der weiter anstehenden Baumaßnahmen Schwierigkeiten auf die Kraftfahrer und auch auf die davon betroffenen Gewerbetreibenden zukommen. Er sicherte die volle Unterstützung durch die Stadt zu und forderte die Bürger auf, durch ihr Konsumverhalten die Gewerbetreibenden in der Innenstadt zu unterstützen. Erstmals war als Ehrengast der neue Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalts, Jörg Felgner, auf dem Schlossfest. Er überbrachte die Grüße aus der Landeshauptstadt. Anschließend wurden durch den Stadtratsvorsitzenden Jörg Freiwald, Herbert Date und Jürgen Knipper mit der Ehrennadel der Stadt Weißenfels ausgezeichnet. Jetzt, meine Damen und Herren, hören Sie schon im Hintergrund, die Leipziger Symphoniker greifen zu ihren Instrumenten und werden uns gleich eine Movie Night vorstellen mit ganz tollen Filmhits, zum Beispiel der Titelmelodie aus Star Trek oder einer Zusammenfassung der James Bond Titelmelodien oder Fluch der Karibik, ein Medley vom Komponisten Hans Zimmer. Da freuen wir uns schon drauf, gemeinsam mit den Gästen zur Schlossfesteröffnung 2016 in Weißenfels lehnen wir uns also jetzt zurück und genießen die Leipziger Symphoniker.